Wir sind hier jetzt beim Rasendünger. Das ist der Paras, den wir für eine kürzere Tour ausbringen, also der einfach 2 Monate wirksam ist. Das ist der, den wir viel weniger verkauft haben, im Gegensatz zum Langzeitdünger, den wir eigentlich nur eine pro Saison ausbringen. Das ist der Rasenquartier. Da haben wir eigentlich nicht eine grosse Veränderung festgestellt. Gerade im März, wo es fast jeden Tag geregnet hat, hat die Lehmann Baumschule das Büro an der Aare weniger Düngemittel verkauft. Beim einen Rasendünger waren die Einbussen rund 40%. Wahrscheinlich hat man einfach die erste Düngung gerade weggelassen, die man normalerweise März, April macht. Und hat dann nachher direkt einfach die Düngung gemacht, die man Mai, Juni macht. Und tut dann noch einmal August, September noch die dritte Düngung macht. Über alle Düngenprodukte ist der Verkauf um rund 10% eingebrochen. Ein Teil von ihren Düngerprodukten bezieht sie beim Unternehmen Hauert, der Zuberg Dünger herstellt. Für alle außer der grossen Landwirtschaft. Also private Hausgärten, Gärtnereien, Sportplätze oder Rasen in Badinnen. Neben dem schlechten Frühling hat auch der Krieg in der Ukraine und damit die erwarteten Energieengpässe dazu geführt, dass in den Lagerhallen Hauert der Dünger bis zur Decke reicht. Letzten Herbst hat man gedacht, es gäbe kein Gas und vielleicht gäbe es eine Stromlücke. Von dem her hat man unseren ganzen Produktionszyklus vorgelagert. Wir haben sehr früh angefangen, vorproduzieren. Und haben natürlich mit gutem Wetter gerechnet im Frühling. Und das hat uns jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht. Die Überproduktion sei aber kein Problem, weil Dünger nicht verderblich ist. Das Unternehmen kann er noch nächstes Jahr verkaufen. Natürlich, es fehlt der Umsatz. Oder? Es fehlt einfach, man muss nachher auch weniger produzieren, man verkauft weniger, man muss schauen, dann läuft die Firma einiges Jahr ein bisschen auf einer tieferen Flamme. Das heisst, die Maschinen können erst mal ruhen, weil auch die Rohstofflager platzvoll sind. Für weniger der globalen Krise und Preisschwankungen der Rohstoffe ausgesetzt sein, braucht es Flexibilität. Vielleicht kann man weggehen von den klassischen Düngen mit den Rohstoffen. Vielleicht gibt es irgendwie Nebenströme aus in der Kreislaufwirtschaft. Vielleicht gibt es andere Länder. Zum Beispiel hat man den Stickstoff, den man schon immer aus Norwegen bezogen hat, besitzen, hat man da ja aus Ägypten beziehen. Für unabhängiger vom internationalen Rohstoffhandel zu sein, hofft der Philipp Hauert auch, dass es in der Schweiz mit der Kreislaufwirtschaft vorwärts geht und in Zukunft vermehrt die Rohstoffe wie Phosphor aus hiesigem Klärschlamm gewonnen wird.